Herzlich willkommen zur insgesamt fünften Ausgabe der PAJUNG Webinarreihe. Schön, dass Sie heute Abend unsere Gäste sind. Mein Name ist Klaus Holzer. Ich bin heute Abend Ihr Moderator. Ich darf Ihnen unsere Referenten vorstellen. Wir haben als erstes Dr. Markus Beuchel. Er ist Leiter des Schulterzentrums am Pius Hospital in Oldenburg. Und ihm schließt sich an Dr. Stefan Fabian. Er leitet die Orthopädie und Unfallchirurgie an den katholischen Kliniken Oberberg in Engelskirchen. Wir freuen uns sehr, dass wir so erfahrene Operateure für unser heutiges Webinar gewinnen konnten. Es geht um die postoperative Analgesie mittels kontinuierlicher Wundinfiltration. Und wir starten mit der Schulter. Bitte, Herr Dr. Beuchel. Ja, guten Abend und herzlich willkommen an alle. Ja, Herr Holz hat mich ja schon vorgestellt. Ich leite hier das Schulterzentrum im Pius Hospital in Oldenburg. Wir sind Teil der Universitätsklinik in Oldenburg. Und was mich vor allen Dingen erstmal interessieren würde als allererstes, wer von Ihnen setzt denn einen Schmerzkatheter oder einen Infiltrationskatheter an der Schulter ein? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Ganze schon vor über 10 Jahren einmal gemacht, damals noch als PCA, also als patientenkontrollierte Analgesie, mit einem, ja, ganz guten Erfolg. Das Problem damals war, als das aufkam, kamen dann auch sehr schnell Studien heraus. Ich habe damals den Katheter in das Gelenk gelegt und dann hieß es, ja, also die Lokalanästhetika würden Chondrolyse machen, also würden den Knorpel zerstören, woraufhin ich damals abgebrochen habe. Das ganze Thema war dann tot, aber auf der anderen Seite gibt es ja an der Schulter auch die Möglichkeit, das jetzt nicht unbedingt ins Gelenk zu legen. Ja, und da würde ich dann gleich mal drauf eingehen. Ich habe hier gerade die Umfrage bekommen, also von den Teilnehmern nehmen 4 einen Infiltrationskatheter und 5 nehmen keinen. Na gut, das ist ja zumindest fast ausgeglichen, 50-50. Ja, dann wollen wir mal sehen. Wenn wir uns über das Thema Schulterschmerztherapie unterhalten, muss man sich ja erst einmal überlegen, was haben wir denn für nervale Strukturen, die überhaupt an der Schulter für die Schmerzleitung verantwortlich sind. Da habe ich einmal natürlich den Nervus suprascapularis, die Nervi suprascapularis, dann die Äste aus dem Nervus musculocutaneus, der ja so ungefähr so 3 cm unterhalb vom Coracoid, also aus dem Konjointenten herauskommt, nach vorne zur Schulter zieht und natürlich im kaudalen oder im kaudalen unteren Bereich die Nervus axillaris. Ja, fangen wir mit dem Nervus suprascapularis an. Er kommt direkt aus dem Truncus superior, geht aus der Pars supraclavicularis ab und läuft dann zusammen mit der Arteria suprascapularis oben auf dem Scapularand über die Incisura. Die Arterie liegt oben, der Nerv liegt unten. Und geht dann natürlich nach unten einmal, also nach hinten dorsal und gibt Äste einmal zur Innervation, also motorisch für den Supra- und Infraspinatusmuskel ab. Er windet sich dabei einmal hinten um die Spina Scapulae. Wichtig ist vor allen Dingen, dass seine Gelenkäste auf der Unterseite Richtung Gelenk ziehen, also Subakromialraum ziehen, um dann im Grunde den oberen Bereich, die Fornix humeri, zu versorgen. Und damit ist er verantwortlich für die oberen, also die kranialen und dorsalen Anteile der Schultergelenkskapsel. Wenn man sich das einmal anschaut, dann haben wir hier die Arteria suprascapularis, den Nerv, der hier rumzieht, gibt natürlich dann seine Äste ab für den Supraspinatus und Infraspinatus. Hier sieht man das ganz schön auf der rechten Seite. Und hier gehen überall diese Fasern rüber für das Gelenk. Also im Grunde für die Rotatormanschette, Subakromialraum und auch ein bisschen Subklavikulärraum. Hier unten sieht man schön, wie der Axillaris von ventral kommt, sich um den Humerus wickelt und dann nach vorne fächerförmig, also divergierend aufgeht. Ist immer ganz wichtig, gerade wenn man außen rotiert, geht der Gute ein Stück weiter runter für das Capsule Release hier unten nicht ganz
unwichtig. Ja, die Nervi suprascapularis kommen also aus dem Nervus suprascapularis, ziehen nach hier vorne, sind für den vorderen Anteil der Schultergelenkskapsel für die Innervation verantwortlich. Und dann haben wir natürlich noch die Äste aus dem Nervus musculocutaneus, das ist hier, die auch nach vorne ziehen. So, damit haben wir hinten oben den Supraspinatus. Wir haben hier in diesem Bereich eine Mischung aus Subscapularis und Musculocutaneus und hier unten natürlich, dann natürlich nicht zu vergessen, den Axillaris, der für den unteren und hinteren unteren Anteil der Innervation des Gelenkes verantwortlich ist. Ja, wir machen eine kombinierte Analgesie, eine Infiltration, und zwar einmal aus einem Mundkatheter, also einem Infiltrationskatheter. Aber für die Operation wird primär ein intraskalinärer Block gesetzt. Und das sieht man auf dem Bild ganz gut. Der ist relativ weit oben, relativ nah an der Halswirbelsäule. Und wenn man sich die Schemazeichnung anguckt, dann sieht man auch, dass man mit diesem intraskalinären Block den Nervus suprascapularis auch mit einbezieht. Das heißt also, es ist eine komplette Analgesie für die Schulter. Das heißt, es gibt eine Intubationsnarkose und sobald der Patient schläft, wird dementsprechend der interskalinäre Block angelegt. Ja, das sieht dann so aus. Meine Kollegen von der Anästhesie das machen. Das heißt, wir haben einmal den Ultraschall hier und das sieht man ganz schön. Hier ist das Gefäßnervenbündel und hier wird dann das Lokalanästhetikum infiltriert. Um auch sicher zu sein, dass man an der richtigen Stelle ist, wird das kombiniert. Das heißt, es wird sowohl sonografisch als auch mit dem Stimuplex kontrolliert, dass man korrekt sitzt. Der Patient schläft dabei und es wird eine relativ große Menge an Lokalanästhetikum, also wir nehmen Bupivacain, Carbosteisin, 20 bis 30 Milliliter, 0,25%, das ist schon eine ordentliche Menge. Hintergrund ist, dass man wie eine Art Puffer um die Nerven, um das Nervengeflecht anlegt. Und damit haben wir eine Wirkung, und das ist wirklich erstaunlich, die teilweise noch am Folgetag anhält. Kommt ein bisschen Clonidin dazu, um das Ganze so ein bisschen, damit es nicht ganz so schnell resorbiert wird. Ja, und wie gesagt, der Nervus suprascapularis wird durch diese proximale Punktionsstelle mit erfasst. Ja. Was gibt es an Problemen dabei? Einmal die Möglichkeit bei zu oberflächlicher Punktion eine Phrenikusblockade. Gut, da kann eine Sauerstoffpflichtigkeit im Offerraum auftreten. Bei zu hoher Punktion, naja, Laryngiosparese, das hat man schon mal, ist zwar selten, aber das habe ich auch schon erlebt, dass die Patienten heiser werden oder heiser sind kurzzeitig. Eine Stellatumblockade mit hängendem Gesicht haben wir eigentlich sehr, sehr selten. Gut, aber natürlich die Möglichkeit besteht dabei. Ja, wie sieht das Ganze aus in der Operation, wenn wir jetzt den Infiltratoren verwenden? Das ist erstmal das Auffanggefäß, da ist der Katheter, die Punktionsnadel. Wir nehmen das Bupivacain 2 Milligramm pro Milliliter, das wird aufgezogen. Und dann befüllt man den Infiltralon. Das Vorratsgefäß und da sieht man ganz schön, wenn man die Bilder miteinander vergleicht, hier, hier und hier, da dehnt sich innen das Gefäß aus und damit entsteht natürlich ein Überdruck und damit ist natürlich dann gewährleistet, dass man vernünftig dementsprechend kontinuierlich über einen langen Zeitraum eine Wundinfiltration hat. Jo. Wichtig ist, dass man das System noch entlüftet, dass keine Luft drin ist, das sieht man dann hier, wenn ein kleiner Tropfen herauskommt. Ja, jetzt ist die Frage, wie setze ich den Katheter ein? Und da ist es ganz wichtig, dass man sich eine Stelle aussucht, wo wenig Bewegung drin ist. Ich mache das Ganze jetzt seit über einem Jahr bei jedem Schulterpatienten, außer bei gewissen Kontraindikationen, dazu komme ich gleich noch. Wichtig ist die Wahl der Eintrittsstelle.
Ich habe anfänglich damit begonnen, weil es einfacher ist, einfach hier oben durch den Delta, wo man denkt, naja gut, im Akromion-Nähe hast du nicht so viel Bewegung drin, kein Problem, ja, hat leider nicht funktioniert, es hat zu Dislokationen geführt. Sodass ich mir dann überlegt habe, naja gut, du brauchst einfach ein sicheres Portal, wo du wenig Bewegung drin hast, wo es sicher läuft und auch wo man im Grunde von Kranial nach Caudral die Infiltration macht. Was nämlich auch noch der Nachteil ist, wenn man, ich sag mal, ein Delta-Portal nimmt, kann es einem passieren, dass man im Grunde mit seiner Punktionsstelle tiefer liegt, also kaudaler, als eigentlich dann die Katheterspitze vorne, mit dem Resultat, dass dann Flüssigkeit am Katheter heraus nach außen treten kann. Ja, das ist natürlich nicht schön. Soll ja im Subakromialraum sich schön verteilen über die Bursa subakromialis, subdeltoida und subcoracoidalis. Sodass ich dann dazu übergegangen bin, den Katheter über das Nieweiser-Portal einzusetzen. Gut, Nieweiser-Portal ist im Grunde die Ecke zwischen Spina Scapulae, Acromion und Clavicula hier oben, dieses kleine Dreieck, das kann man bei jedem Patienten eigentlich gut tasten. Und da setze ich meinen Katheter ein. So, wie sieht das Ganze praktisch aus? Gut, ich operiere in Beach Chair. Hier sieht man den Spider dazu. Ja, wenn ich meine OP soweit beendet habe, Rotatormanschettennaht, Instabilität, Arthrolyse oder ähnliches, subakromial habe ich dann meistens schon mal vorpräpariert und am Ende der Operation gehe ich dann von lateral ein. Also meine Kamera ist für das linke Bild oder für das rechte Bild von dem lateralen Portal. Ich kann nochmal eben zurückgehen. Das ist dieses Portal hier. Ich markiere mir das immer als Ecke von vorne und hinten. Da, wo sie sich kreuzen, da gehe ich rein. Das ist mein Standardportal, wo ich meine Kamera habe. Und dann sieht man quasi auf den Supraspinatus, wenn man ihn präpariert hat. Das ist der Supraspinatus. So, und dann kommt hier hinten irgendwo die Spina Scapulae. Und genau an dieser Ecke hier oben, dort muss man präparieren. Ich mache es immer am Ende der Operation. Auch wenn man, ich sag mal, eine aufwendige Rotatormanschettenrekonstruktion gemacht hatte, die länger dauert und schwierig ist und es natürlich dann alles zuschwillt. Aber trotzdem macht es Sinn, den Katheter am Ende zu legen, weil nichts ist blöder, als wenn man dann irgendwo eine Katheterspitze in einem Bereich hat, wo man noch operiert, die einen stört oder die man theoretisch eventuell sogar einknoten kann. Also deshalb meine Empfehlung, vorpräparieren, dass man schon mal weiß, wo man hin muss und dann am Ende der Operation einlegen. Ja, das Ganze sieht dann so aus. Hier habe ich mit meiner gelben, normalen langen Kanüle einfach die Richtung schon mal vorpunktiert. Das sieht man dann hier. So, und dann nehme ich die lange, weiße Infiltralon-Kanüle und punktiere von hier aus rein. Gut, da sieht man es ganz schön. Ich habe, gut, das sind meine Standardportale, das hintere, meistens habe ich noch ein hinteres und unteres für die Arthrolyse. Das ist mein posterolaterales Portal. Ich habe hier vorne noch mein Portal, vorne für das Nähen mit der Nahtzange. Hier oben ist mein Ankerportal und natürlich das klassische vordere Portal noch. Gut, hier habe ich eine lange Bizeps-Synthenodese gemacht, deswegen ist hier noch die Kanüle drin. Gut, hier habe ich meinen Kingfisher dann in dem einen Portal. Man kann aber auch über das Portal reingehen, um dann hier hinten, ups, na, so. Also, ich habe jetzt meinen Katheter, die Hülse, die Seldinger Hülse eingeschoben. Dann bin ich hier mit meinem Kingfisher oder mit meinem Fassinstrument und ziehe den Katheter dann nach vorne in den Subakromialraum rein. Und dann wird die Schwester oder der Pfleger, der OP-Pfleger, schiebt dann den Katheter nach, dass er also sich schön im Subakromialraum kringelt. Ich mache seit Ewigkeiten bei den Schultern keine Reddungs. Bei den Arthroskopien schon mal gar nicht und auch bei den Schulterprothesen nicht. Sodass man damit natürlich sich nicht die Wirkung des Katheters konterkariert, indem man das über eine Rettungsdrainage halt dementsprechend leersaugen würde. Also das mache ich schon seit langem nicht und mit gutem Erfolg und für den Katheter natürlich ideal. Ja, wenn ich den Katheter dann liegen habe, dann ist es so, dass man so nach unserer Erfahrung 4 Markierungen außen belässt, der Rest ist innen drin. Und dann ist es ganz wichtig, dass man sich das Ganze vernünftig verbindet, weil
naja, gut, wenn man lange operiert, viel Flüssigkeit, saugen sich in die Kompressen und dann auf Station machen wir einen Verbandswechsel. Und das wäre natürlich fatal, wenn man beim Verbandswechsel den Katheter rausziehen würde. Und deshalb machen wir es, und das sieht man hier ganz schön, separat nochmal, dass wir den Katheter sichern. Und dann kommen die Kompressen drauf. Hier sieht man nochmal eine Sicherung. Und dann wird das Ganze mit Fixomus Stretch abgeklebt. Und man sieht hier ganz schön, dass der Katheter geschützt ist. Das heißt, wenn man jetzt vorsichtig zieht, kann man wunderbar den Verband wechseln, ohne dass der Katheter disloziert. Und wie gesagt, ganz wichtig, die Position von oben, das Lokalanästhetikum der Schwerkraftfolgen fließt nach unten. Wenn ich den Katheter irgendwo tiefer setze, habe ich immer das Problem, dass es theoretisch am Katheter zurücklaufen kann. Jo. Dann ganz wichtig, wir haben erst gedacht, naja, okay, die Anästhesisten haben ihren interskalinären Block gemacht, also starten wir im Grunde mit unserem Katheter dann, wenn die Blockwirkung nachlässt. Ja, das hat leider nicht ganz so optimal funktioniert, beziehungsweise bei einigen Patienten gar nicht, weil wenn der Block lange wirkt, haben wir dann auch schon mal 12, 13, 14 Stunden zwischen Legen des Katheters und Starten des Katheters. Ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man den Infiltralon mal bestückt hat und mal mit einer Spritze gespritzt hat, da sieht man, wie winzig die Düsen vorne sind. Ja, und wenn man den Katheter jetzt, ich sag mal, so zeitverzögert startet, setzen sich die Düsen vorne zu und dann funktioniert er leider nicht. Deshalb meine Empfehlung, bitte den Infiltration direkt am Ende der Operation starten. Und da kann man ja die kleinste Dosierung erstmal wählen, 3 Milliliter kontinuierlich und dementsprechend bei Bedarf dann hochsetzen. Ja, so sieht das Ganze dann aus bei mir. Das war eine Rotatormanschettennaht, da ist eine SAS-Multi dran. Der Katheter ist oben aufgeklebt, nochmal gesichert mit einem durchsichtigen Pflaster und der Beutel wird an der Schulterorthese vorne befestigt, dass der nicht runterfallen kann, weil das ist ganz wichtig. Um Hals hängen mögen unsere Anästhesisten nicht, was ich auch verstehen kann. Auf der anderen Seite so irgendwo einfach nur hinlegen ist auch schlecht, weil das Ding hat sein Eigengewicht über die 350 Milliliter Lokalanästhetikum. Wenn die runterfallen, ja, und eventuell Zug auf den Katheter kommt, das will man ja nicht haben. Gut, dann wird dementsprechend markiert, 3 bis 8 Milliliter, die Startzeit. Ja, und dann geht's los. Ja, wann wende ich den Katheter an? Bei der Endoprothetik? Bei allen Eingriffen, bei denen die Trennung zwischen Subakromialraum und Gelenkraum gewährleistet ist. Das heißt also, wir im Grunde zwei abgeschlossene Räume haben. Bei Rotatormanschettenläsionen, Bizepssehnentenodesen, subakromiale Dekompression, Stabilisierung, arthroskopischer Knochenblock, nehme ich das sehr gerne. Arthrolysen, 270 Grad Release. Insbesondere bei den Schultersteifen ist das wirklich eine tolle Sache. Wo ich es nicht einsetze, sind die Kaffarthropathien, das heißt also, wo wir im Grunde kommunizierenden Raum zwischen subakromial und intraartikulär haben. Ich denke, selbst wenn man einen 270-Grad-Release macht und vorne das vordere Intervall, macht man ja dabei auf. Ich präpariere auch immer den subkorakoidalraum vorne, um die korakoklavikulären Wände halt auch, die kontrakt sind, zu lösen und zu releasen. Und ich glaube, man braucht sich da keine Sorgen machen, dass da zu viel von dem Lokalanästhetikum da ins Gelenk kommt. Also ich habe bis jetzt da noch keinerlei irgendwelche Nebenwirkungen oder Ähnliches gesehen. Wie gesagt, es war in vitro, gab es Untersuchungen, das ist jetzt so 10 Jahre her, dass die Lokalanästhetiker Knorpelschäden machen können. Deshalb meine Empfehlung, wenn man die Rotatormanschette dicht hat, kann man das aus meiner Sicht heraus problemlos machen. Ja, wir haben 353 Milliliter Gesamtvolumen, Start mit 3 Millilitern für 6 Stunden, dann sind wir bei 18 Milliliter, danach kann man steigern. Oder man muss auch nicht steigern, je nachdem, wie die Wirkung des Blockes ist, des interskalären Blockes. Und ich kann dann auch hochgehen auf 8 Milliliter. Es ist halt individuell anpassbar. Wir haben die Assistenzärzte geschult, der Nachtdienst weiß Bescheid, die Schwestern wissen Bescheid. Es ist ganz einfach einzustellen über den kleinen Schraubenschlüssel oder diesen Plastikschlüssel, der auf dem Katheter auf der anderen Seite drauf ist, kann man hervorragend einsetzen. Was wir zusätzlich noch geben, ist Tagin 10 Milligramm 101.
Wobei man sagen muss, dass die Tangingabe unter den Katheter deutlich zurückgegangen ist. Also da wurde teilweise so für die Akuttherapie auch noch Morphin subkutan gegeben. Das ist sehr, sehr zurückgegangen. Was ich nicht mache, ist, dass wir nicht steroidale Antirheumatika geben bei den Schultern in der Frühphase. Es gibt dazu Arbeiten, ich habe jetzt mal von Chan und Cornizzo ausgeführt oder erwähnt, dass die NSAR, gut, das war bei Cornizzo war es Untersuchung mit Ibuprofen, dass sie eine negative Beeinflussung der Sehnenheilung in der Frühphase machen. Und Frühphase ist so ein Zeitraum, ja, irgendwas zwischen 2 bis 4 Wochen. Wir schreiben das auch in die Entlassungsbriefe rein. Bitte in der Frühphase keine NSAR, danach gerne. Somit haben wir also eine Kombination aus beginnen interskalinären Block mit Infiltrationskatheter, dann Tagin dazu. Wenn wir mit dem Tagin rausgehen, gebe ich gerne Paracetamol kommt, das heißt Paracetamol mit Codein. Und für den Niedergelassenen draußen später dann dementsprechend kann er auch NSR einsetzen. Ja, jetzt noch zum Schluss etwas zum Finanziellen. Es ist ja die Erfahrung mit dem medizinischen Dienst so, dass versucht wird, die Schultern, auch komplexeste Schulteroperationen, komplexeste Rotatormanschettenrekonstruktionen und ähnliches oder Arthrolysen nach dem Motto auf einen Belegungstag zu kürzen und damit die untere Grenzverweildauer erreichen, womit man dann ein Minus hat bei der einfachen Rotatormanschettennaht von 771 Euro. Und ich meine, wenn ich eine komplexe Naht mache, das heißt, was ich einen Anker nehme, eine Tenodese noch mit dazu, dann haben wir ein Minus von 689 Euro. Ursprünglich 3147, hier 3833 Euro. Seitdem wir seit letztem Jahr den Katheter einsetzen und damit auch in der Kurve dokumentieren, dass wir eine Infiltrationsanästhesie oder Schmerztherapie über einen Zeitraum von 3 Tagen haben, ist es etwas für uns, was der medizinische Dienst akzeptiert. Wir haben jetzt keine Streitereien mehr über diese Kürzung der Verweildauern mit liegendem Schmerzkatheter. Ich denke, das ist ein deutliches Bonus für den Patienten und da kommen wir mit denen auch bis jetzt sehr gut klar. Ja, das war jetzt mein Part. No risk, no fun. Ausprobieren bitte an der Schulter. Also ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Und ja, ich würde dann weiterleiten zu Dr. Fabian, der seine Erfahrungen, seine Berichte über die Infiltrationsanästhesie beim Kniegelenk präsentieren wird. Ich möchte einfach berichten über unsere Erfahrung mit dem Kathetersystem bei der Knieendoprothetik. Wir wissen, dass die Knieendoprothetik bei geschätzten 150.000 bis 250.000 Prozeduren, also ein ganz, ganz häufiges Verfahren in Deutschland, extrem wichtig ist für das Outcome. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, den Patienten anergetisch abzudecken. Wir haben einmal die Möglichkeit einer Regionalanästhesie, femorales Katheter, Spinalanästhesien verschiedener Formen. Wir haben die Möglichkeit, systemisch, vorzugsweise mit Opioiden heutzutage zu arbeiten. Wir können lokal anergetisch tätig werden. Das ist das, was mit dem Kathetersystem möglich ist. Und wir können selbstverständlich diese Verfahren kombinieren. Wenn wir bei der Regionalanästhesie beginnen, das ist sicherlich seit vielen Jahrzehnten etabliert, haben wir das Problem, dass wir naturgemäß nicht nur die Schmerzempfindsamkeit der Patienten damit in irgendeiner Form reduzieren, was erwünscht ist. Wir haben natürlich auch das Problem, dass wir motorisch durchaus eine Schwäche oder möglicherweise sogar Immobilität generieren. Ein wesentlicher Effekt für uns ist tatsächlich, dass damit auch zum Teil Blasenmastdarmstörungen einhergehen, was natürlich eine erhebliche Kompromittierung der Patienten in ihrer Autarkie bedeutet. Bei uns ist es so im Hause, dass tatsächlich wegen durchgemachter Stürze auch mit Frakturerlebnissen bei Regionalanästhesien von der Pflegedirektion angeordnet ist, sofern etwas da ist, dass die Patienten nur mit Hilfe mehrerer Pflegekräfte mobilisiert werden können. Gerade in der Knieendoprothetik wissen wir, dass Übergewicht und damit Sturzgefahr natürlich deutlich erhöht ist. Damit ergibt sich ein extrem hoher Aufwand für Pflege und Anästhesie, auch im Rahmen der Anlegung dieser Katheter. Wir brauchen einen relativ hohen Zeitslot im OP, was uns natürlich die Gesamt-OP-Frequenz und die Performance im OP mindert. Bei der systemischen Analgesie
Haben wir natürlich nicht unerhebliche Nebenwirkungen, kennen Sie alle von Opioiden. Das fängt an für ein entsprechendes Benommensein, Schwindel. Das fängt an mit Kreislaufreaktionen, Obstipation. Und wir haben natürlich, das kennen wir aus der Opioid-Szene in den USA, möglicherweise Kollateralschäden durch Adaptation der Patienten an die Analgetika, die hinterher in einem Suchtverhalten ändern, auch wenn das von der Industrie jahrelang geleugnet wurde. Restschmerzen können wir auch haben, insbesondere können die lokal sehr, sehr stark sein. Insgesamt sehen wir, dass die Rehabilitation der Patienten und damit die Verweildauer im Krankenhaus, und das ist natürlich im Rahmen der gesamten angespannten Kostensituation ein großes Thema, dadurch verlangsamt ist. Wenn wir lokal anästhesieren, gehen wir eigentlich logisch vor. Das heißt, der Schmerz wird dort angegangen, wo er entsteht, nämlich im OP-Bereich. Wir können das relativ zügig, Herr Borch hat das gerade wunderbar gezeigt, ohne größeren Aufwand im OP machen. Die gesamte OP-Performance verlängert sich kaum, weil im Rahmen der Vorbereitung und Überleitungszeiten das Kathetersystem bereits befüllt wird vom OP-Pflegepersonal und eigentlich innerhalb von 2 Minuten durch den Operateur adaptiert wird. Wir sehen eigentlich eine gute Schmerztherapieoption, zumindest als Basistherapie. Das ist aber keine Standing-Alone-Lösung, das muss man ganz klar sagen, sondern wir werden mit den anderen Verfahren, insbesondere systemischer Schmerztherapie in Kombination sein. Vorteilhaft von dem System ist, dass wir keinerlei motorischen Systeme haben, nichts, was irgendwie die Rehabilitation der Patienten handicapt. Das heißt, direkt am ersten Post-OP-Tag, teilweise am OP-Tag, ist eine Mobilisation auch selbstständig der Patienten möglich. Also kein motorischer Antrieb. Sie haben es gerade bei Herrn Bräuche gesehen, hat es schön gezeigt. Wir haben im Grunde genommen eine Vorspannung eines elastisch verformbaren Volumenbehälters, der durch eine äußere Formgebung geschützt ist vor Verletzung. Das System wird vollsteril im OP befüllt, reicht bei der Dosierung, die wir mit 8 Milliliter pro Stunde betreiben, in aller Regel für 2 Tage und ist wirklich einfach anzuwenden. Der Katheter selber ist im Röntgen, aber auch im Ultraschall darstellbar. Das heißt, wenn wir den Verdacht haben, dass der Katheter irgendwo eine Läsion hat, können wir das mit diesen beiden Methoden sehr schön detektieren. Natürlich erst im Ultraschall, im Zweifelsfalle das Röntgen. Ausschlusskriterien für uns sind tatsächlich Hemiarthroplastik. Herr Bräucher hat es gerade erwähnt, tatsächlich Lokalanästhetika wirken chondrotoxisch. Das ist mehrfach in Studien belegt. Das bedeutet, wenn wir eine Hemiarthroplastik am Kniegelenk machen, das heißt die sogenannte populär ausgedrückte Schlittenprothese, ist das für uns eindeutig eine Kontraindikation. Das heißt nicht, dass wir keine lokalanästhetischen Maßnahmen machen, meistens Single-Alone-Shot. Das heißt, wir infiltrieren die Weichteile, möglicherweise auch dem Ramus infrapatellaris medialis zum Beispiel, im ventralen Anteil und das OP-Gebiet mit Lokalanästhetikum in aller Regel 40 Milliliter Uvacain 0,25%. Aber bei intakten Knorpelflächen, das gilt auch für Umstellungsosteotomien beispielsweise, wenden wir es nicht an. Bei Umstellungsosteotomien sehe ich ein wesentliches weiteres Problem, dass wir möglicherweise beim E-Compartment gefährdenden operativen Eingriff noch weitere Flüssigkeit, und das ist ja nicht unerheblich, in den Weichteilmantel hineingeben und damit insbesondere im Bereich der posterioren Flexorenloge möglicherweise dann es zu einem auch dann bedauerlicherweise sensibel nicht bemerkbaren Compartment-Syndrom mit Spätfolgenkontrakturen der langen Beuger kommen kann. Wichtig ist aber auch, das sollten Sie mitnehmen, die Lokalanästhetika wirken, wenn auch schwach, bakteriozid, und das ist positiv und durchaus erwünscht. Das heißt, bei arthroskopischen offener Arthrolyse beispielsweise wenden wir dieses Kathetersystem auch an, und zwar sehr gerne, wenn wir zum Beispiel Patienten mit Kontrakturen haben, nach durchgemachten Kniegelenksinfekten, dann ist das eine sehr schöne Methode, um nach der Arthrolyse eine Distensions-, also eine Dehnungsbehandlung von innerhalb des Gelenkraumes vorzunehmen. Unsere Theorie ist die, dass wir damit eine frühzeitige Verklebung der Synovialräume und damit wieder eintretende Verklebung und Bewegungsstörung verhindern. Dann befüllen wir das System tatsächlich mit Kochsalzlösung, physiologisch oder Ringerlösung, und nehmen kein Lokalanästhetikum. Infiltrieren lege ich die Portale. In aller Regel werden solche Eingriffe mini-open oder arthroskopisch vorgenommen in Kombination mit dem Brise-Morphos, dann schließt sich eine intensive CPM, also Motorschienenbehandlung an. Schauen wir uns das System an.
Wir haben es gerade schon gesehen, wir haben im Grunde genommen dieses Reservoir hier schon aufgefüllt dargestellt. Wir machen es so, dass wir Naropin oder Ubuvacain nehmen, und zwar aus einer großen Gebindegröße, 200 Milliliter, wird das in der Nierenschale vorne sichtbar geschüttet und dann mit einer entsprechenden Lyre-Adapter-Spritze aufgenommen und aktiv in diesen Behälter hineingepresst. Der dehnt sich aus und die Rückstellkräfte führen später über die Druckerhöhung zur Entleerung des Kathetersystems. Hier haben wir einen solchen Beutel, in dem Falle Naropin. Wichtig ist, dass man tatsächlich sich einen Standard in der Klinik aufbaut. Da kommen wir gleich noch hin. Hier sehen Sie ein solches Kniegelenk, frisch operiert. Die ersten Adaptationsnähte des Retinakulums sind bereits vorgelegt. Wir machen das deshalb bis auf den oberen Rezessus, damit nicht die Gefahr durch Knüpfen weiterer Nähte des Einbindens des Kathetersystems vorhanden ist. Das heißt, wir minimieren das Risiko der ungewollten Fixation des Katheters durch Nähte. Das ist haftungsrechtlich ziemlich problematisch und vor allem fürchterlich teuer. Wichtig ist, dass der Katheter immer standardisiert in der Klinik in der gleichen Position eingebracht wird und an der gleichen Stelle. Wir haben uns dahingehend geeinigt, dass wir sagen, dass wir den Katheter auf dem direkten Weg, also keine Z-Technik, keine Verschiebung von irgendwelchen Flächen, weil dann kommt es beim Entfernen des Katheters zu entsprechenden Weichteilspannungen, die zum Abreißen führen können. Das heißt, beim vollständig durchgestreckten Kniegelenk wird der Katheter von medial etwas oberhalb des Patellarandes in das Kniegelenk eingebracht. Der Finger hält hier tatsächlich den in Seldinger Technik armierten Kunststoffhülse fest und weicht die Weichteile des Retinaculomediale wird nach ventral gehoben. Dann anschließend wird der Katheter hineingeschattelt, dann intraartikulär herausgezogen unter Sicht des Auges und dann mit einer Schlaufe im oberen Rezessus platziert. Bei der weiteren Verschluss der Weichteile wird extrem darauf geachtet, dass tatsächlich dieser Katheter jetzt nicht mitgefasst wird wegen der Naht. Das heißt, man nimmt eine scharfe Klemme beispielsweise, spannt sich das Retinaculum an und legt dann den Katheter entsprechend in die Tiefe. Das zum Einbringen verwendete Set kann in Seldinger Technik klassischerweise auseinandergebogen werden. Dann werden die Weichteile infiltriert mit einem Rest des Lokalanästhetikums. Wir nehmen insgesamt 400 Milliliter, 40 werden für die Infiltration verwendet. Dabei wird sowohl die dorsale Kapsel, der Zugangsweg großzügigst infiltriert, lateral und medial, kranial und inferior. Anschließend wird die Haut verschlossen. Wir haben lange darüber nachgedacht und experimentiert, in welcher Form tatsächlich, in welcher Dosierung der Katheter zu laufen hat. Wir sind zum Schluss gekommen, dass tatsächlich 3 und 5 Milliliter pro Stunde zu wenig ist. 8 Milliliter pro Stunde, das ist die Höchstdosierung, erscheint uns tatsächlich angemessen. In aller Regel haben wir eine gute primäre analgetische Wirkung der Patienten. Und ganz wichtig ist, das Katheterset wird durchgespült und dann eingebracht. Und es wird direkt auf dem OP-Situs gestartet. Das heißt, bereits bevor die Haut verschlossen ist, startet das System. Und wir haben dann tatsächlich auch eine entsprechende Wirkung. Wir haben hier ein Lyrlock, an den wird das Vorratsbehälter angebracht. Wir haben auf der Rückfläche von der Einstellgraduierung mit dem Flussbegrenzer die Möglichkeit, mit diesem Schieber auf der Vorderseite die Milliliterzahl einzusetzen. Alle Mitarbeiter werden geschult und dieses Teil wird auch nach Benutzen wieder dort angeklippt, damit man gegebenenfalls nachjustieren kann. Hier sehen Sie das entsprechende Schieben. Das Wichtige ist, dass wir einen Okklusivverband haben, der auch tatsächlich in aller Regel 2, wenn nicht gar 3 Tage belassen wird für die Wunde. Mit dem kann der Patient theoretisch sogar duschen gehen. Das ist sehr angenehm, reduziert viel Aufwand bei Verbandspflege. Es wird hier im kleinen Turnus, einem Schweineschwänzchen ähnlich, der Katheter eben angelegt und Okklusivpflaster fixiert in dieser Position. Anschließend werden noch Kompressen aufgelegt und das Bein gewickelt oder ein Antithrombosestrumpf angesetzt. Das ist die Dokumentation der erreichten Beugung nach Abschluss der Operation. Das ist die Streckung. Wichtig ist, dass der Katheter auch genau in der gleichen Position, wie er eingebracht wurde, voller Streckung und Entspannung des Patienten wieder entfernt wird. Hier sehen Sie den Vorratsbehälter.
der wird für gewöhnlich dann bis zum Schleusen an den Patienten selber getragen. Wichtig ist, dass der Operateur oder die Operateurin nach der Operation zum Patienten geht und nochmalig tatsächlich bespricht, wie wichtig dieser Katheter ist und darauf zu achten, dass der nicht zu Boden fällt, möglicherweise dann zum Zerreißen des Katheters intraartikulär oder zu einem Herausziehen führt. Wie gehen wir selber vor? Wir haben ganz, ganz lange daran gefeilt, wie wir tatsächlich in der Klinik dieses Verfahren etablieren können und haben dieses als Systematik so in unseren SOPs auch hinterlegt. Wichtig ist die Vorgeschichte. Wir fragen immer, gab es beim Zahnarzt schon mal Probleme bei einer Lokalanästhesie? Hat es nicht gewirkt? Wenn es nicht wirkt, müssen wir davon ausgehen, dass wir möglicherweise auch keine Wirkung des lokalen Anästhetikums bei der Applikation haben. Dann stellt sich die Frage, ob wir es überhaupt machen sollen. Wichtig ist, dass wir den Patienten präoperativ aufklären, hauptsächlich deshalb über die theoretischen Risiken einer erhöhten Infektion. Wir klären darüber auf, dass es sein kann, dass beim Entfernen der Katheter Schaden nimmt oder durch unsachgemäße Behandlung durch den Patienten oder die Patienten selber, dass man dann eventuell mit einer erneuten Operation Katheterreste aus dem Kniegelenk entfernen muss. Die allgemeinen Nebenwirkungen der Lokalanästhetika, Herzrhythmusstörung, allergische Reaktionen werden besprochen. Das Wahrscheinlichkeitsrisiko muss über die Anamnese auch vorher abgeklärt werden. Und wir müssen eben auch darauf hinweisen, dass es keine Standing-Alone-Lösung ist, sondern dass wir auch mit hoher Wahrscheinlichkeit Analgetika systemisch geben. Wir machen es ähnlich wie Herr Bäuche. Das heißt, normalerweise Opioide werden als Basistherapie gegeben. Uns ist es tatsächlich so, dass nach wie vor in den Leitlinien zur Knieendoprothetik zur Vermeidung heterotroper Ossifikation, die eine Rarität sind, NSA gegeben werden. Ich muss aber ehrlich sagen, dass gerade unsere ältere Klientel doch häufig über Nebenwirkungen klagt, sodass wir bei etwa 50% der Patienten innerhalb der ersten 4 Tage die NSA absetzen müssen. Wie machen wir es? Wir machen bei der Vorgabe, wir geben Naropin in jüngster Zeit wieder Bupivacain. Das hängt ein bisschen von den Preisen der Anbieter an. Wichtig, keine Blutsperre. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, um postoperative Schmerzen zu minimieren. Sie machen einfach eine Ischämie und auch wahrscheinlich einen Druckschaden im Bereich der Oberschenkelstreckmuskulatur, was naturgemäß dazu führt, dass hinterher die Schmerzen zunehmen, insbesondere die Flexion dadurch kompromittiert wird, auch möglicherweise die kraftvolle Streckung des Kniegelenkes. Ganz wichtig, keine Drainage. Niemals. Auch bei septischen Prothesenwechsel, es gibt keine Drainagen. Es gibt eine programmierte Revision, falls notwendig. Bei uns werden keine Drainagen gelegt. Es gibt einige einzige Ausnahmen, wenn wir arthroskopisch bei einem Empyem wissen wollen, wie ist unser Status, legen wir eine Drainage ein, die wird am ersten Tag entfernt und dann zur Mikrobiologie in der Spitze eingeschickt. Das dient uns aber nur als Indikator, ob intraartikulär noch möglicherweise Keime verbleiben. Drainagen sind eigentlich, das ist interessant, die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin hat in ihren Leitlinien bereits 2007, lesen Sie es mal nach, Sie kriegen Pfefferminzschlag, festgestellt, Drainagen triggern Schmerzen. Und zwar massiv und haben eigentlich keinen Nutzen. Ich finde es eigentlich interessant, dass überhaupt noch angeboten werden. Zweimal täglich wird klinisch kontrolliert, wenn der Katheter da ist. Es wird dreimal täglich bei uns eine Schmerzerhebung durchgeführt, einmal durch die Pflege, zweimal im ärztlichen Dienst. Und wir müssen natürlich adjuvant, oral, eventuell IV, energetisch tätig werden. Ganz klar, ohne das geht es nicht. Das machen wir in enger Zusammenarbeit mit der Anästhesie. Wichtig, CPM, Motorschienenbehandlung, machen wir nach wie vor. Das dient zugegebenermaßen studienassoziiert nicht unbedingt besseren Outcome, aber die Patienten haben das Gefühl, es passiert was und es sehr angenehm, wird als angenehm empfunden. Die Patienten werden nach dem Frühstück am nächsten Morgen nach Kreislaufmonitoring unter Vollbelastung an Gehstützen mobilisiert mit Physiotherapie und sie können sich, wenn sie sicher sind, vollkommen autark selber mobilisieren. Tatsächlich ist das so, dass es in aller Regel zu einer Zunahme von Schmerzen führt, was wir sehr gut oral kompensieren können. Wichtig, wenn der Behälter leer ist, muss der Katheter entfernt werden, in aller Regel nach 48 Stunden. Ganz wichtig, machen Sie ihn genauso raus in der gleichen Position, wie Sie ihn reingemacht haben. Knie gestreckt, Muskulatur entspannen, Patienten gut zureden. Wir hatten leider Gottes das erste Mal nach 5 Jahren einen abgerissenen Katheter. Es war ein junger, dynamischer
hoffnungsfroher und richtig guter Kollege. Und er ist hingegangen. Ich bin selber schuld. Ich habe bedauerlicherweise nicht gut genug geschult, wahrscheinlich. Und er hat alles richtig gemacht. Der Patient hat, als er anfing, den Katheter anzufassen, gegengespannt, leicht gebeugt. Der Katheter ist abgerissen. Ich musste den arthroskopisch bergen. Das war insofern interessant, weil es eine Dame war mit sehr viel Füllmaterial und sehr kräftigem Kniegelenk. Aber das war wirklich schon ein bisschen schade. Der arme Kollege hat sich sehr schön riesengroße Gedanken gemacht. Es war ihm nicht vorzuwerfen, sondern ich habe einfach nicht gut genug geschult. Was nehmen wir da mit? Wir müssen einfach alle Leute schulen. Wichtig ist, wenn der Katheter entfernt worden ist, gucken Sie darauf, dass das Ding vollständig ist. Dazu müssen alle, die im Team damit beteiligt sind, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Ärzte, sich so ein Katheter auch mal live in Farbe am Ende angucken, um zu beurteilen, ist das Ding intakt. Und im Zweifelsfalle, wenn Sie das Ganze beginnen, lassen Sie den Katheter entfernen, in einer Nierenschale beiseite legen und überprüfen es selber und bitte keine Vorwürfe, sondern einfach sehen Sie es als eine Aufgabe, dass Sie etwas Neues etablieren. Das ist anstrengend, das ist ein dorniger Weg, aber er lohnt sich für Sie und Ihre Patienten. Glauben Sie es mir. Ich persönlich habe seit 2005 Erfahrung mit Kathetersystemen am Kniegelenk. Das Ganze ist von Herrn Ranawat von dem Hospital of Special Surgery, der sich eigentlich seit dem Ende der 90er Jahre intensiv mit regionalen Kathetersystemen an verschiedenen Gelenken, aber insbesondere am Kniegelenk beschäftigt hat, etabliert worden. Wir haben das damals angefangen, ich traue mich das kaum zu sagen, mit zentralen Venenkatheter und einer Perfusorpumpe. Das ist natürlich alles nicht schön, weil die Patienten dadurch auch nur bedingt mobil sind. Sie sind auf ein elektrisches System zum Betreiben der Perfusorpumpe angewiesen, sei es, dass es ein Akkusystem ist oder ein Stecker. Darüber hinaus müssen sie regelmäßig die Spritzen wechseln, was natürlich prinzipiell ein Infektrisiko birgt. Seit 2012 nehmen wir bei uns in der Klinik das Pajung-System und sind wirklich hochzufrieden. Wir machen jährlich ungefähr 300 Anwendungen, und zwar bei primär bikondylären Oberflächenersatz und bei allen Wechseloperationen. Was die Komplikationen angeht, es wird immer wieder beschrieben, Infektrate sei erhöht, wir hätten mehr Revision mit Serum, Hämatom oder Compartment-Syndrom. Nein, haben wir nicht. Ganz im Gegenteil, die Patienten sind sehr zufrieden. Wir hatten bei meinem Vorgänger mindestens ein bis zweimal die Woche die Notwendigkeit der berühmten Narkosemobilisation, weil die Menschen nicht aus dem Quark kamen und nicht gut beugen konnten. Das gibt es bei uns nicht mehr. Ist weg. Wundheilung ist vollkommen ungestört. Wir haben keinen Infekt gehabt. Wie gesagt, die einzige Komplikation, die eben beschriebene Abreißen des Katheters einmal in 5 Jahren, das ist sicher unterer Promillebereich, wenn Sie die Frequenz sehen, mit der wir das betreiben. Ja, wo liegt der Hase im Pfeffer? Wo kommt Sand ins Getriebe, wenn Sie es etablieren? Ganz wichtig, wenn Sie da Interesse dran haben, ich kann Sie nur drin bestärken, es funktioniert wunderbar, entwickeln Sie feste Standards für das System. Für die Applikation, für die Kontrolle, für die Nachbehandlung, für die Evaluation von Schmerzen, für die Entfernung, für die Dokumentation. Und ganz, ganz wichtig, alle Menschen, die irgendwie mit dem Patienten und dem Katheter zu tun haben, und sei es, dass sie ihn nur sehen, gehören mitgenommen und die müssen sie schulen. Patienten vorher, die muss man davon informieren, die muss man aufklären, die muss man das erklären, das muss man kontrollieren. Das OP-Pflegefachpersonal, wie man den Katheter betreibt, dass er vorbereitet wird, dass das ein Standard ist. Dazu gehört auch die Rückfrage, was wollen Sie machen, Herr Doktor? Machen Sie jetzt einen Schlitten oder eine Komplettprothese? Weiß ich nicht, dann lassen Sie den Katheter im Schrank liegen, dann wird er halt aufgefüllt, die 5 Minuten müssen Sie investieren, wenn klar ist, was Sie machen. Und schmeißen Sie den Kathetersystem weg, ist auch nicht gut. Wir haben nur die eine Erde. Die Ärzte der Orthopädie-Unfallchirurgie, ganz klar, die müssen alle geschult werden und müssen wissen, wie es aussieht. Die Anästhesie, ganz, ganz wichtig. Der Streit darum, wer jetzt einfach tatsächlich zuständig ist für die Narkose und für die Schmerztherapie, der ist so alt wie Chirurgie und Anästhesie gemeinsam. Wichtig, sprechen Sie miteinander, holen Sie die Leute mit ins Boot. Wir sehen regelhaft, dass wenn der Katheter entfernt wird, der Schmerzmittelbedarf drastisch hochgeht. In den ersten 24 Stunden, das ist für uns ein Indikator, wie gut das System funktioniert. Die Krankengymnastik, auch ganz wichtig. Wenn ein Krankengymnast hinkommt und sagt, Herr Doktor, was haben Sie denn da zum Patienten? Was hat der denn da eingebaut? Das habe ich ja noch nie gesehen. Dann sind die Menschen verunsichert, bringt nichts. Das gilt auch für die Pflege.
Die müssen wissen, wenn der Mensch unruhig war, wenn der Katheter raus ist, wie sieht das aus, welche Bedeutung hat das? Schlussendlich, wenn sie alle geschult haben, sind alle unglaublich froh, wie geschmeidig und standardisiert alles geht. Also bitte alle wecken, mitnehmen. Und damit wäre ich eigentlich schon zu Ende. War nicht besonders viel. Und wenn Sie Fragen haben, freue ich mich gleich auf die Session mit den Fragen. Noch ein Hinweis. Das ist die Folie der Firma Paillung, die darauf hinweist, dass also regelmäßig jeden dritten Monat eine solche Fortbildung stattfindet. Und ich finde, ich habe mir das durchgeguckt, super interessante Themen beim nächsten Mal. Wenn ich auch als Orthopäde eine Trichterbrust kenne, laparoskopisch finde ich interessant. Ich denke wahrscheinlich eher thorakoskopisch, aber das spielt auch keine Rolle, von wo man aus rangeht. Aber es ist sicherlich sinnvoll, gerade bei Kindern und Jugendlichen, die ja dann korrigiert werden, auch eine entsprechende Schmerztherapie zu machen. Da bedanke ich mich erst, freue mich auf die Diskussion gleich. Ja, soweit ich das sehen kann, haben wir einige Fragen an Sie, Herr Fabian. Und zwar die erste Frage, verwenden Sie Rettungdrainagen bei Knie-Taps? Verwenden Sie Tranexamsäure? Haben Sie Erfahrung mit der Zusatzgabe von Adrenalin? Ja, kann ich direkt beantworten. Also definitiv Tranexamsäure, nein. Bei uns ist aktuell die Transfusionsrate bei der primären Knieendoprothetik, kann ich ziemlich genau sagen, weil wir da erst kürzlich wieder ein Meeting hatten von einer Transfusionskommission ohne Einsatz von Tranexamsäure in der Größenordnung 4,1%. Damit sind wir nicht mehr aufklärungspflichtig. Bei den Wechseloperationen sind wir etwas höher, bei 12,5%. Bei der Knieendoprothetik, ähnliche Zahlen gelten übrigens auch für die Hüftendoprothetik. Das heißt, wir geben kein Tranexamsäure. Renner und Drainagen, ich sagte es, kann ich nur noch mal wiederholen, nie, 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 aus besagten Gründen. Und der Zusatz von Adrenalin, nein, machen wir nicht, sage ich Ihnen auch ganz ehrlich. Wir haben tatsächlich auch zum Teil recht alte Menschen. Sie wissen, da ist die Gefahr der PAVK, der Hypertonus gegeben. Wir haben natürlich eine systemische Wirkung von Adrenalin, die relativ schwer denn zu beurteilen ist. Würden wir in dieses Katheterset Adrenalin hineingeben, müssten wir uns entscheiden, wenn es eine Nebenwirkung gibt, Katheterset entfernen oder die Adrenalinwirkung aushalten. Und da würde ich ganz ehrlich sagen, ich möchte auch nicht einen Patienten mit einer latent kompensierten peripheren arteriellen Verschlusskrankheit im Risiko einer Gefäßstenose aussetzen. Ja, das ist nachvollziehbar. Ich denke, dann erübrigt sich auch die nächste Frage, die gestellt wurde. Drainage abhängig von zementiert, unzementiert. Ich denke, das ist genau wie bei mir. Ich mache auch nie Drainagen, ob nun zementiert oder unzementiert, oder? Nie. Ja. Also sag niemals nie, aber nein. es gibt kein Benefit für den Patienten. Wirklich einfach mal die Studienlage angucken. Die ist so, Drainagen machen, erhöhtes Infektionsrisiko, falsche Sicherheit für den Operateur und deutlich mehr Schmerzen für den Patienten. Das sind ja schon mal drei Parteien, die an dem Prozess beteiligt sind, die Schaden nehmen. Will man das? Nee. Na gut, und jeder von uns kennt ja irgendwie das Problem, wenn dann so eine Drainage mal abgerissen ist. Ich meine, sie sind größer, sie reißen eher ab. Ich sehe da auch überhaupt kein Benefit drin. Ja, dann habe ich noch die letzte Frage. Und zwar, das ist vielleicht auch was an Herrn Holzer. Ob es von der Firma Paillung Begleitformulare zur Dokumentation gibt, beziehungsweise eine SOP, weil man muss ja nicht jedes Mal alles neu machen. Ja, also ich kann da nur jetzt von unserer Klinik berichten, dass wir das also fest in das Orbis, in die Patientenakte integriert haben und dementsprechend dort die Einträge gemacht werden. Und ich möchte auch nochmal wirklich Sie und was Sie gesagt haben, bekräftigen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich alle Leute schult, wirklich das Pflegepersonal, die Physiotherapeuten, die Anästhesisten, die vielleicht selten mal im Saal sind, wenn man jemanden hat und die dann fragen, ja, was ist das denn? Also ich denke, die Schulung ist da ganz, ganz, ganz wichtig. Ansonsten, also ich weiß nicht, Herr Fabian, wissen Sie das, ob von Paillung es Begleitformulare gibt es oder so etwas? Gibt es, also ich wüsste es nicht tatsächlich. Wir haben das auch leidvoll selber implementieren müssen. Jetzt haben wir es drin. Es wäre vielleicht
jetzt für die Firma gerechnet nicht schlecht als zusätzliches Marketing-Tool, dass man sagt, okay, man bietet nicht nur das Produkt ein, sondern auch ein Stück weit Erfahrung um den Einsatz mit dem Tool. Das wäre sicherlich sinnvoll, aber das wäre ein Plädoyer an die Company. Hm, genau. Ja, das darf ich gerne aufgreifen. Und ja, wir sind da traditionell mit solchen Hinweisen doch recht zurückhaltend. Aber wir können das gerne mit Ihrer Hilfe erstellen und an die Fragesteller natürlich dann auch gerne übermitteln, dann in Ihrem Namen. Das würden wir natürlich gerne initiieren und gerne umsetzen. Ja, soweit ich sehe, haben wir jetzt keine Fragen mehr. Also ich denke, dann waren wir beide soweit erschöpfend für alle. Ja, wunderbar. Dann darf ich Ihnen ganz herzlich danken für Ihre doch sehr praxisorientierten Vorträge. Es ist ja immer schön, wenn man etwas für die Praxis dann mit nach Hause nehmen darf. Und bevor ich jetzt nochmal auf das nächste Webinar hinweise, nochmal der kleine Hinweis auch, dass ich gleich eine kurze Umfrage starten werde, in der wir Sie bitten, einfach ganz kurz unser Webinar zu bewerten. Ja, jeden dritten Montag im Monat gibt es ein Chirurgie-Update. Die Themen hat Dr. Fabian schon angesprochen. Es geht mehr um die Pädiatrie, um die Kinderchirurgie beim nächsten Termin. Und Sie alle sind wieder herzlich eingeladen. Die weiteren Themen und die Registrierungslinks finden Sie auf der deutschsprachigen Website von PAJUNG und anhand des Registrierungslinks, der so ab nächster Woche wieder dann publiziert wird, können Sie sich gerne wieder anmelden für das nächste Webinar. So, jetzt vielen Dank nochmal an alle. Ganz kurz eben noch, Herr Holzer, eine Frage ist noch von jemandem, und zwar, ob wir Kollegen kennen, die das an der Wirbelsäule einsetzen. Also wir haben keine Wirbelsäulenchirurgen. Ich weiß nicht, Herr Fabian, haben Sie da jemanden, der... Wir werden tatsächlich das etablieren nächsten Monat. Am Freitag kommt der Kollege. Ich werde mal gucken, was sich machen lässt, aber ich bin da auch ein bisschen überfragt. Also tatsächlich, es gibt tatsächlich Kollegen, die das im Bereich der autochthonen Rückenmuskulatur tatsächlich tun. Soll auch ganz ordentlich funktionieren, kann man sich auch vorstellen. Aber ich denke, da gilt dann natürlich auch besondere Sorgfalt, wenn ich jetzt ein Fixateur-Intern-Stabsystem da etabliere und ich platziere daneben den Katheter. Dann wird es sehr, sehr spannend, wie der entfernt wird, in welcher Position. Mhm. Ich glaube schon, dass man da wirklich jemanden berufen ist, der es regelmäßig macht, dazu befragen sollte. Aber ein interessantes Thema. Vielleicht, Herr Holzer, lässt sich da ja auch ein schöner Vortrag draus machen. Ja, auch da können wir weiterhelfen. Den Vortrag gibt es bereits und zwar auch wieder auf unserem YouTube-Kanal. Kann man sich das Video dazu anschauen. Sehr beeindruckend, was der Kollege dort macht. Ja, vielen Dank Ihnen allen einen schönen Abend und würde uns freuen, wenn wir uns beim nächsten Webinar wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Ganz herzlichen Dank. Schönen Abend. Tschüss.